بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ihm Geschwister, vorweg, bevor wir mit dem Unterricht anfangen, die verantwortlichen Schwestern, die haben mich gebeten, eine Sache anzusprechen, und zwar, dass bitte alle immer etwas zum Schreiben mitnehmen sollen. Damit, inshallah, erstens man konzentrierter ist und zweitens, damit auch keine Nebengespräche stattfinden. Und ich sage es ja immer wieder, grundsätzlich ist es immer nützlich, wenn man was zum Schreiben mit hat, weil man somit das Wissen auch konserviert, aufbewahrt. Ohne einen Stift und einen Zettel oder einen von mir aus auch virtuellen Stift und Zettel wird man vieles vergessen. Und es ist schade, wenn man ohnehin hier sitzt, immer jede Woche kommt und dann aber sich an nichts mehr erinnern kann. Es kann immer sein, dass du mal vielleicht eine Information wieder benötigst oder sagst, ach, ich hatte da doch mal was im Unterricht gehört gehabt, wie war das dann nochmal gewesen? Und dann hast du das. Es kann sein, dass du vielleicht auch in eine Situation kommst, wo du einen kurzen Vortrag halten musst. Dann hast du aber schon was, dir das Grundgerüst des Vortrags mit aufgeschrieben und hast es immer bei dir. Am Ende, es kostet dich weder mehr Zeit noch irgendetwas, weil du sitzt ja so und so. Das Einzige, was es dich kostet, ist ein bisschen mehr Konzentration. Und dann auch diese Himme, dass ich sage, okay, ich schreibe mit, damit inshallah dieses Wissen dann auch bewahrt bleibt. Aber wie gesagt, ich zwinge niemanden dazu. Also ich Schwester meinten, ja, macht das zu einer Bedingung, um am Unterricht teilzunehmen. Meinte ich, nein, ich bin immer sehr liberal, was solche Dinge betrifft. Am Ende muss das jeder selbst für sich entscheiden. Und jeder ist herzlich willkommen, inshallah, auch natürlich diejenigen, die sagen, ich schreibe nicht mit. Vielleicht haben wir ja auch einen Imam al-Bukhari unter uns, der sich das einfach alles merkt, mashallah. Ja, oder einen Imam al-Shafi'i, ja, der eine Sache einmal hört und dann nie wieder vergisst. Wer weiß. Aber ich glaube, für die meisten trifft das nicht zu. Also für mich nicht, auf keinen Fall. Ich glaube auch für die meisten unter uns, die Normalsterblichen, trifft das ebenfalls nicht zu. Kommen wir inshallah ta'ala, meine geehrten Geschwister, zum heutigen Thema. Und zwar Teil Nummer 3 von Surat As-Saff. Teil Nummer 3 von Surat As-Saff. Wir haben ja jetzt, mashallah, schon zwei Unterrichte uns mit Surat As-Saff, dieser gewaltigen Sura, beschäftigt gehabt. Und auch sehr, sehr viele Lehren aus dieser wichtigen Sura hervorgehoben gehabt. Gerade auch für uns. Ja, zu den wichtigsten Lehren, welche wir bisher entnommen haben aus Surat As-Saff, ist oder gehört, dass ich als Muslim nicht immer nur reden sollte, sondern in erster Linie was? Handeln sollte. Ebenfalls zu den wichtigen Regeln, welche wir entnommen haben aus dieser Sura, ist, dass wir Muslime immer geeint handeln müssen. Und dass wir uns vor der Spaltung in Acht nehmen müssen. Weil durch die Spaltung verlieren wir als Muslime an Kraft. Und geht die Baraka, der Segen der Gemeinschaft verloren. Ebenfalls haben wir gelernt anhand der Beispiele, welche Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Sura genannt hat, dass sich die Krankheiten immer wiederholen. Sowohl zur Zeit von Musa alayhi salam als auch zur Zeit von Isa alayhi salam. Wir haben gelernt gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Menschen einfach so in die Irre gehen lässt, sondern es immer auch was? Eine Ursache dafür gibt. Und diese Ursache nicht bei Allah liegt, sondern wo liegt? Beim Menschen selbst. Allah sagt, فَلَمَّ زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Und als sie abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Wir haben gelernt, dass die Propheten allesamt eine Botschaft hatten. Ein und dieselbe Botschaft. Und Isa alayhi salam, das Bindeglied war zwischen zwei gewaltigen Botschaften, und zwar der Botschaft von Musa und der Botschaft von Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Und dass das ebenfalls eine ganz wichtige Botschaft in dieser Sura ist, und zwar, dass diese Kette auch geschlossen wird. Und dass jeder von uns im Grunde genommen ein Glied in dieser großen Kette ist und jeder von uns auch eine gewisse Verantwortung trägt. Isa alayhi salam, er hat seine Verantwortung erfüllt. Er hat das bestätigt, was vor ihm war, und er hat den Propheten verkündet, der nach ihm kommen sollte, nämlich Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Und die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, ist, haben wir unsere Aufgabe erfüllt? Haben wir unsere Aufgabe erfüllt?
Die Propheten haben das getan. Sie haben die Botschaft Allahs übermittelt, so wie es Allah Ta'ala von ihnen verlangt hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht es mit uns aus, mit jedem Einzelnen von uns? Haben wir ebenfalls unsere Verantwortung erfüllt? Sind wir unserer Verantwortung gerecht geworden als Träger dieser Botschaft? Weil wir sind, ob wir es wollen oder nicht, Träger dieser Botschaft. Jeder Einzelne unter uns ist ein Träger dieser Botschaft. Belligh anni walau ayah, übermittelt von mir, selbst wenn es nur eine einzige Ayah ist. Wir haben gelernt gehabt in den vorherigen Ayat, dass die Botschaft Allahs in jedem Fall vollendet wird. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah wird sein Licht vollenden, selbst wenn es den Glaubensverweigerern zuwider ist. Nur die Frage ist die, durch wen wird es vollendet? Allah sagt, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Er ist es, der seinen Gesandten, diese Ayah haben wir ja schon besprochen gehabt, mit der Rechtleitung gesandt hat. Wa dinil haqq. Und mit der Religion der Wahrheit. Liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Um sie überhand gewinnen zu lassen über alle Religionen, selbst wenn es den Götzendienern zuwider ist. Die Frage ist die, wie? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja verstorben. Salawatullahi wasalamu alaihi. Also sind wir diejenigen, die das im Grunde genommen weiterführen müssen. Das sind einige nochmal der Lehren gewesen, welche wir aus den vorherigen Ayat dieser Sura entnommen haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt der Sura. Und zwar ab der Ayat Nummer 10. Ab der Ayat Nummer 10. Wo jetzt Allah Ta'ala uns Muslime, die den Iman verinnerlicht haben, oder zumindest behaupten, den Iman verinnerlicht zu haben, direkt auffordert, etwas zu tun. Das heißt, die Sura beginnt mit einem Itab. Was? Mit einem Tadel. Einen Tadel an die Gläubigen, welche ihren Worten keine Taten folgen lassen. Und jetzt schließt die Sura ab mit einer Ermutigung, mit einer Motivation, mit einer Aufforderung. Und zwar gekoppelt an eine Motivation. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte nicht einfach nur den Gläubigen, den Mu'min kritisieren, sondern er möchte, dass der Mu'min aus seinen Fehlern lernt. Und das ist wichtig. Allah gibt dich nicht sofort auf, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt dir immer wieder eine Chance. Wer von uns ist fehlerfrei? Keiner. Und Allah ta'ala, er gibt jedem Menschen immer wieder eine Chance, aufzustehen, seine Fehler wieder gut zu machen. Selbst Menschen, die vielleicht sogar gewaltige Sünden begangen haben, ja vielleicht sogar den Islam bekämpft haben, ja vielleicht sogar der Heuchelei verfallen sind und schwach geworden sind, ja vielleicht sogar vom Islam abgefallen sind, ja vielleicht sogar den Islam bekämpft haben, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt ihnen, du kannst trotzdem zurückkehren. Jederzeit. Inna alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Natürlich, diese Ayah ist bezogen auf jetzt diejenigen, die im Kufr festhalten, aber es zeigt auf, man kann sich immer wieder wandeln, diejenigen, die Inna alladhina amanu thumma kafaru, diejenigen, die glauben und dann Kufr beginnen. Glauben und dann Kufr beginnen. Thumma zadu kufra. Und dann sozusagen noch mehr Kufr entwickeln. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch sein, dass du dann wirklich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückfindest. Also Allah ta'ala, er erzählt uns davon und er tadelt uns nicht, um uns zu sagen, ihr seid schlecht, ich habe sowieso keine Hoffnung mehr in Bezug auf euch, sondern er tut das, um uns zu ermahnen. Zu sagen, guck mal, du hast einen Fehler gemacht, wiederhole diesen Fehler nicht. Wiederhole diesen Fehler nicht, versuch das wieder gut zu machen, was du falsch gemacht hast und geh jetzt den geraden Weg. Den Weg, den ich für dich vorgesehen habe. Und genau das ist, was jetzt kommt. Allah Ta'ala, er ruft die Gläubigen noch einmal. Am Anfang der Sura ruft er die Gläubigen, um sie zu tadeln. Ein Teil der Gläubigen, nicht alle Gläubigen. Und jetzt, am Ende der Sura, ruft er die Gläubigen, um sie aufzufordern, das Richtige zu machen. Und was ist das Richtige? Allah Subhanahu wa Ta'ala, er formuliert das in einer sehr, sehr schönen Weise. Und zwar sagt er, Ya ayyuhalladhina amanu, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Eine rhetorische Frage, sodass der Mu'min zuhört, ach, es geht hier um etwas Gewaltiges. Oh, die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Für jemanden, der den Iman an Jahannam, an die Hölle verinnerlicht hat, ist das der gewaltigste Handel überhaupt. Du kannst dich schützen vor dem Höllenfeuer. Du
kannst das Paradies erlangen. Du kannst das Wohlgefallen Allahs erlangen. Natürlich, ja, Allah, möchte ich wissen, wie ich das erlangen kann. Ich möchte diesen Handel kennenlernen. Und interessant ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von einem Handel spricht. Und das tut Allah ta'ala immer wieder. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam tut das ebenfalls. Ala inna sin'at Allahi ghaliya, ala inna sin'at Allahi jannah. Was heißt das? Wahrlich, die Ware Allahs, sie ist teuer, kostbar, wertvoll. Wahrlich, die Ware Allahs ist das Paradies. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht hier was? Von einer Ware. So als würde ich als Muslim einen Kaufvertrag eingehen, einen Tauschhandel eingehen. Und es ist auch wirklich so. Ich als Mensch, ich tue etwas, aber auf der anderen Seite erwarte ich auch etwas. Und das tun im Übrigen alle Menschen. Egal was du tust als Mensch, du erwartest eigentlich immer eine Gegenleistung. Jetzt könnte jemand sagen, aber es gibt auch Menschen, die absolut selbstlos sind. Die geben einfach einem Bedürftigen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Doch auch sie erwarten eine Gegenleistung. Keine materielle, eine immaterielle Gegenleistung. Sie erhoffen sich dadurch, wenn sie gläubig sind, dass Gott mit ihnen zufrieden ist. Oder wenn sie vielleicht nicht glauben, dass sie dann vielleicht das Universum ihnen das in irgendeiner Weise wieder zurückgibt. Sie glauben halt nicht an ein höheres Wesen, aber sie glauben an das Universum, die Energie in diesem Universum. Sie glauben an positive Energie. Also am Ende erhoffe ich mir immer irgendetwas. Oder einfach, ja, ich fühle mich wohl damit. Dieses Gefühl, dass ich mich wohlfühle, dass ich etwas Gutes getan habe, das an sich ist schon sehr, sehr viel wert. Aber am Ende möchte ich immer irgendeine Gegenleistung haben. Ob sie materiell ist oder ob sie immateriell ist, aber ich möchte am Ende immer eine Gegenleistung haben. So ticke ich als Mensch. So wachsen wir schon als Kinder auf und so werden wir groß. Ich gehe arbeiten und will dafür was? Ein Gehalt. Ich tue etwas Gutes, möchte vielleicht dafür Anerkennung haben. Weder von den Menschen oder von Allah oder den Engeln. Aber ich möchte eine Anerkennung haben, etwas zurückbekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er macht dir hier ein Angebot. Aber hier ist mal vielleicht etwas Wichtiges, bevor wir jetzt an dieser Stelle weitermachen. Zwar einige sagen, ja, eigentlich handeln gläubige Menschen nicht selbstlos. Sie wollen immer das Paradies und das ist nicht selbstlos. Das ist kein Altruismus. Altruismus würde bedeuten, ich möchte dafür gar nichts bekommen. Nein, dieses gar nichts bekommen gibt es nicht. Du willst immer etwas. Aber gegenüber den Menschen bin ich in diesem Fall selbstlos, weil ich von den Menschen keinen Dank erwarte. Von Allah erhoffe ich mir Dank. Von Allah erhoffe ich mir Akzeptanz. Von Allah erhoffe ich mir Vergebung. Das erhoffe ich mir, aber nicht von den Menschen. Auf menschlicher Ebene handele ich was? Selbstlos, wenn ich keinen Dank erwarte. Das heißt, wenn ich einem bedürftigen Menschen eine Spende gebe und daraufhin das ihm nicht unter die Nase reibe oder so tue, als hätte ich etwas Gutes für ihn getan und er steht jetzt in meiner Schuld oder weiß ich nicht was, dann bin ich gegenüber diesem bedürftigen Menschen selbstlos. Auch wenn ich mir was erhoffe bei Allah subhanahu wa ta'ala, gewaltigen Lohn. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbstlosigkeit gegenüber den Menschen. Aber am Ende handele ich immer im eigenen Interesse. Ich möchte nämlich dafür etwas von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, du kriegst etwas. Und hier müssen wir einen weiteren Exkurs machen. Und zwar, ich erhoffe mir dadurch natürlich etwas, was Allah ta'ala mir anbietet. Wir werden auch gleich noch sehen, was er uns alles anbietet in diesem Kontext. Aber gleichzeitig weiß ich als Muslim, egal wie viel ich tue, das, was bei Allah ist, das werde ich niemals bezahlen können. Wenn es mir Allah gibt, dann gibt er es mir aufgrund seiner Barmherzigkeit, aber nicht, weil ich es verdient habe. Durch meine Anstrengung versuche ich, die Barmherzigkeit Allahs zu erhalten. Aber das, was bei Allah ist, unbezahlbar. Ist unbezahlbar. Wenn du dein Leben lang 24 Stunden arbeiten würdest, dann würdest du von dieser Dunya wie viel bekommen können und wie viel erlangen können? Würdest du es vielleicht schaffen, Millionär zu werden? Eventuell. Du hast 24 Stunden gearbeitet, hast nichts anderes getan als zu arbeiten. Würdest du eventuell Multimillionär werden können? Könntest du vielleicht. Würdest du eventuell sogar vielleicht Milliardär werden können? Könntest du, wenn du besonders intelligent bist, gut, sage ich mal, ein guter Unternehmer bist, könntest du das vielleicht erreichen. Aber könntest du die gesamte Welt besitzen? Nein. Da kannst du noch so guter Unternehmer sein.
Da kannst du ein Elon Musk sein. Ja? Und trotzdem wirst du nicht die gesamte Welt besitzen können. Was wirst du bei Allah bekommen, wenn du in der untersten Stufe des Paradieses bist? Und damit uns klar wird, du kannst niemals so viel arbeiten, dass du das bekommst, auch nur 1% von dem, was Allah dir am nächsten Tag geben wird. Du wirst nicht mal eine einzige Gnade, die Allah Ta'ala dir gegeben hat, bezahlen können. War mal ganz ehrlich, wenn du Multimilliardär wärst und du hättest die Möglichkeit, dir Augenlicht zu kaufen, damit du etwas sehen kannst, würdest du das nicht bezahlen? Hand aufs Herz. Du kannst nicht sehen. Und du hast die Möglichkeit, mit deinem Vermögen dir Augenlicht zu kaufen. Würdest du das nicht zahlen? Ich denke, die meisten von uns, die ein bisschen Verstand haben, würden das zahlen. Stell dir mal vor, du könntest nicht schmecken. Du könntest nicht schmecken. Du hast keinen Geschmack. Du bist Multimilliardär, aber du hast keinen Geschmackssinn. Würdest du nicht dein Vermögen zahlen, damit du mal wieder einen Hamburger schmecken kannst? Oder eine Apfelsine oder eine Kiwi oder ein leckeres Steak? Oh, was würdest du geben dafür? Wahrscheinlich alles, was du hast. Und deswegen, subhanallah, vielleicht mal so eine kleine Anekdote. Ja, Harun al-Rashid, einmal kam ein, sage ich mal, er liebte es, sich zu umgeben mit Salihin und mit einigen auch Gelehrten und Ubad. Und einmal kam einer von ihnen, er lud ihn in seine Sitzung ein und dann sagte er ihm, gib mir mal eine Ermahnung. Dann meinte er, guck mal, O Amir al-Mu'mini, wenn du ein Glas Wasser hättest und daraus trinken würdest, dieses Glas hier beispielsweise, diese Flasche, oder nein, wenn du nichts zu trinken hättest und du wärst in der Wüste und du würdest verdursten und ich hätte diese Flasche Wasser, was würdest du mir dafür geben? Er meinte, Wallahi, ich würde dir die Hälfte meines Vermögens geben. Meine gesamte Macht, meines Königreichs, würde ich dir die Hälfte geben, damit ich diese Flasche Wasser bekomme. Um zu überleben, was habe ich dann vom Königreich, wenn ich nicht überleben kann? Nix. Er meinte, gut. Und jetzt stell dir vor, du hast sie getrunken, aber du kannst sie nicht mehr ausscheiden. Was würdest du mir geben? Er meinte, ich würde dir ebenfalls die Hälfte geben. Und er meinte, subhanallah, er zu ihm, schau mal, Amir al-Mu'mini. Eine Flasche Wasser oder ein Glas Wasser ist mehr wert als dein gesamtes Königreich. Das sind die Gnaden Allahs. Subhanallah. Kommen wir zurück zu dem, was Allah Ta'ala dem Menschen gibt, der in der untersten Stufe des Paradieses ist. Was kriegt er? Weiß jemand von euch, was er kriegt? Was kriegt der Mensch, der in der untersten Stufe des Paradieses ist? Und zwar der Prophet Sassen berichtet von demjenigen, der dann das Paradies betritt. Ich werde das nicht den ganzen Hadith erwähnen, dass er dann sozusagen kurz bevor er ins Paradies eintreten darf, sagt Allah Ta'ala zu ihm, oh mein Diener, der Letzte, der das Paradies betreten wird. Die unterste Stufe, sagt der Prophet Sassen. Wärst du damit zufrieden, wenn ich dir so viel wie die gesamte Dunya geben würde? Guck mal, den gesamten Globus, auf dem wir sind, mit dem gesamten Reichtum. Was kein Mensch besitzt, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der die gesamte Welt besessen hat bisher, oder? Gab es jemanden? Gab es nicht. Es gab große Könige, Imperien, aber es gab noch nie jemanden, der die gesamte Welt besessen hat. Würdest du zufrieden sein, oh mein Diener, wenn ich dir so viel gebe wie die gesamte Dunya und noch 10-mal so viel? Sagt der Diener, ja Allah, machst du dich über mich lustig? Etastahzi'ubi, ya Rabbi, machst du dich über mich lustig? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist die unterste Stufe im Paradies. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir über einen Handel sprechen, dann sprechen wir eigentlich aus der Perspektive unseres Schöpfers von einem sehr schlechten Handel. Warum? Weil das, was wir geben, ist nichts im Vergleich zu dem, was er uns geben wird. Und deswegen, du kannst mit deinen Taten niemals auch nur eine einzige Gnade, mit der Allah Ta'ala dich überhäuft hat, bezahlen. Und wir kennen alle den Hadith, wo ein Diener Allahs vor Allah Subhanahu wa Ta'ala steht. Und dann Allah Ta'ala sagt, oh mein Diener, betrete das Paradies durch meine Barmherzigkeit. Und er dann sagen wird, nein, ja Allah, was für Barmherzigkeit. Ich habe was dafür getan, durch meine Taten. Woraufhin Allah Ta'ala dann zu ihm sprechen wird, wie du möchtest. Und er nimmt eine Gnade, und zwar nur ein Auge und legt es auf eine Waage. Und all seine Taten tut er auf die andere Waage. Und was ist natürlich schwerer? Dieses eine Auge. Das Augenlicht.
Woraufhin Allah Ta'ala dann sagt zu den Engeln, nehmt meine Diener und führt ihn zum Höllenfeuer. Und er wird dann rufen, nein, ja Allah, bitte, bitte, durch deine Barmherzigkeit. Woraufhin Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn in das Paradies betreten lässt. Wenn wir also hier von einem Handel sprechen, dann handeln wir von einem Handel, der eigentlich nur in unserem Sinn ist. Allah Ta'ala braucht diesen Handel nicht. Er ist nicht auf diesen Handel angewiesen. Wir sind auf diesen Handel angewiesen. Und trotzdem sagt er uns, ich schlage euch einen Handel vor. Subhanallah, wie barmherzig Allah ist. Und was ist dieser Handel? Ihr werdet geschützt vor dem Höllenfeuer, vor einer harten, peinigenden Strafe. Allah Ta'ala, er sagt an anderer Stelle im Koran, in Surah At-Tawbah, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah, er hat von den Gläubigen ihre Leben, also ihre Seelen und ihr Vermögen gekauft, damit sie dafür das Paradies bekommen. Allah kauft das im Sinne von, es ist ein Tauschhandel. Und Allah Ta'ala, wenn er etwas verspricht, dann hält er das auch. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. Subhanallah. Es ist ein wahres Versprechen, was er sich selbst auferlegt hat. Und dieses Versprechen finden wir wo? فِي التَّوْرَاتِ, in der Tora. Und hier wieder diese Verbindung, Subhanallah. وَالْإِنْجِيلِ, und im Evangelium. وَالْقُرْآنِ, und im Koran. Subhanallah. Alle drei Botschaften haben genau dasselbe verkündet. Was ist jetzt dieser Handel noch? Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns das auf. Und er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, was er jetzt sozusagen genau von uns verlangt. Ja? Und zwar, tu'minuna billahi wa rasulihi. Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben. Das ist Nummer eins. Also der Iman an Allah und seinen Gesandten. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Was ist also der Handel, den Allah Ta'ala uns anbietet? Er sagt, guck mal, ihr habt Folgendes zu tun. Ihr glaubt an Allah und seinen Gesandten und ihr strengt euch ein wenig an auf dem Wege Allahs. Mit eurem Vermögen und mit eurem Leben. Wenn ihr das tut, dann werde ich euch schützen vor einer harten Strafe. Das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Als, subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Sahabe motiviert hat in der Schlacht von Badr. Die Muslime waren in der Unterzahl gewesen. Da fragte einer der Sahabe, ja Rasulallah, was ist denn, wenn wir all das jetzt tun, kämpfen auf dem Wege Allahs etc.? Was bekommen wir dafür? Und wir sollten sterben, was bekommen wir dafür? Was sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Was hat er ihm versprochen? Hat er ihnen gesagt, ihr bekommt dann Beute, ihr bekommt Geld, ein Sold. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam nur ein einziges Wort. Er sagte Al-Jannah, das Paradies. Und das hat den Sahaba ausgereicht. Und sie haben gesagt, streck deine Hand aus, wir sind mit dir, o Gesandter Allahs. Allah macht uns ein Angebot, aber er will etwas von uns. Und er will, dass wir uns ein bisschen einsetzen. Und das, was Allah Ta'ala hier verlangt, kann jeder von uns umsetzen. Das können wir hier in Berlin Wedding umsetzen. Dass wir an Allah glauben, an den Gesandten. Versuchen, unseren Iman zu stärken. Dass wir einen festen Iman haben, dass wir uns mit unserer Religion auseinandersetzen, dass wir bewusst an Allah und seinen Gesandten glauben, das ist Nummer eins. Und dann, dass wir uns ein bisschen einsetzen und abmühen auf dem Wege Allahs mit unserem Vermögen und mit unserem Leben. Dass wir bereit sind, ein wenig von unserem Vermögen abzugeben für die Sache Allahs subhanahu wa ta'ala, für die Moschee spenden, für bedürftige Menschen spenden, für gute Projekte spenden. Und gleichzeitig auch bereit sind, ein wenig Zeit zu opfern für die Sache Allahs. Dass wir in der Gemeinde aktiv sind. Dass wir versuchen, uns an guten Projekten zu beteiligen. Jeder von uns hat zu tun. Es gibt niemanden von uns, der nichts zu tun hat. Jeder von uns ist beschäftigt mit seiner Familie, mit seiner Arbeit, mit seinem Studium, mit irgendetwas. Aber jeder von uns hat auch die Möglichkeit, etwas zu opfern für die Sache Allahs. Ja, ich möchte auch gerne. Am Abend, weiß ich nicht, einfach mit meiner Familie zusammensitzen, vor der Glotze sitzen, weiß ich nicht was. Das möchte jeder. Aber am Ende sage ich, nein. Nicht ich jetzt als Verlierer, sondern ich rede es mal allgemein. Ja? Am Ende sollte der Muslim sagen, nein, ich bin bereit, 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar mehr Stunden in der Woche zu opfern.
für die Sache Allahs, ohne dass ich dafür irgendeine Gegenleistung erwarte. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er bietet mir so viel an, einfach für ein wenig Opfer auf dem Wege Allahs. Wird überliefert, dass diese Ayah, unter anderem gerade diese letzten Ayat, jetzt, die wir gerade besprochen haben, herabgekommen sind in Bezug auf einen Sahabi mit dem Namen Uthman ibn Maz'un, der zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gekommen sein soll und gesagt hat, O Gesandter Allahs, wenn du mir erlaubst, möchte ich mich von meiner Frau Khawla scheiden. Und ich möchte daraufhin mich einfach zurückziehen und wie ein Mönch leben und sogar mich kastrieren lassen, damit ich sozusagen gar nicht mehr in irgendeiner Weise ans Heiraten denke. Und ich möchte auch kein Fleisch mehr essen und ich möchte auch nicht mehr in der Nacht schlafen und ich möchte jeden Tag fasten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna min sunnati an-nikah. Zu meiner Sunna gehört das Heiraten. وَلَا رَحْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ. Und es gibt kein Mönchtum in Islam. إِنَّمَا رَحْبَانِيَّةُ أُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Das Mönchtum meiner Umma ist was? Das Abmühen auf dem Wege Allahs. وَخِصَاءُ أُمَّةِ الصَّوْمِ. Und das Kastrieren meiner Umma ist das Fasten. وَلَا تُحَرِّمُ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. Und verbietet nicht die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala euch erlaubt hat, die gut sind. وَمِنْ سُنَّةِ أَنْ أَنَامُ. Und zu meiner Sunna gehört, dass ich schlafe. وَأَقُومُ. Und bete. وَأُفْطِرُ. Und faste. وَأَصُومُ. Also أُفْطِرُ. Mein Fasten breche. وَأَصُومُ. Und faste. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Woraufhin dann Uthman ibn Affun sagte, وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ التِّجَارَاتِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فَأَتَّجِرُ فِيهَا. O Gesandter Allahs, wenn das so ist, dann zeig mir auf, welchen Handel Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt, woraufhin dann diese Ayat herabgekommen sein soll. Subhanallah. Das ist also unser Mönchtum, dass ich bereit bin, etwas zu tun, für meine Umma mich einzusetzen. Allein diese Bereitschaft, etwas zu tun, ist eine Form von Mönchtum. So als würdest du dein gesamtes Leben der Sache Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet haben. Stell dir das mal vor. Es ist gar nicht so schwierig, die höchsten Stufen bei Allah zu erlangen. Ich muss nur ein bisschen was tun, mich ein bisschen anstrengen, mich ein bisschen einsetzen. Und das kann jeder von uns, keiner hat eine Ausrede. Keiner von uns hat eine Ausrede, egal ob Bruder oder Schwester, egal ob jung oder alt, keiner von uns hat eine Ausrede. Lasst uns einsetzen auf dem Wege Allahs und lasst uns diesen Handel eingehen mit Allah subhanahu wa ta'ala, auf das Allah ta'ala uns das gibt. Und dann sagt Allah ta'ala, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Manchmal denkt man, mein Gott, ist es nicht besser, dass ich mich einfach nur um meine Familie kümmere? Ich bin ein guter Familienvater, Alhamdulillah, ich gebe meine Arbeit nach. Aber ehrlich gesagt, so jetzt hier noch Zeit opfern für die Moschee, für weiß ich nicht was. Wozu? Warum? Kann auch andere machen. Allah Ta'ala sagt, das ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Was sagt Allah Ta'ala in Surah Al-Baqarah? Allah Ta'ala, er sagt, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ. Der Kampf, hier geht es wirklich um Kampf, ja? Also nicht nur einfach um Atmen, sondern richtig um Kampf mit der Waffe, ja? Der Kampf wurde euch vorgeschrieben und ihr hasst das. Ihr mögt das überhaupt nicht. Ihr hasst das und ihr mögt das überhaupt nicht. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Und vielleicht verhasst ihr etwas, aber es ist besser für euch. Ihr denkt so, das ist schlecht, aber es ist besser für dich. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Und vielleicht liebt ihr etwas, aber es ist schlecht für euch. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah weiß und ihr wisst nicht. Manchmal denke ich, dass bestimmte Dinge nicht gut sind, aber sie sind wirklich gut für mich. Allah Ta'ala, er prüft mich mit einer Sache, mit einer Krankheit, mit irgendetwas anderem. Und ich denke so, oh mein Gott, das kann doch nicht gut für mich sein. Und am Ende ist es gut für dich und du weißt es überhaupt nicht, weil Allah dich reinigen möchte von irgendeiner Sünde, die du begangen hast. Du weißt es gar nicht. Allah möchte dich um Stufen erhöhen, Allah möchte dich festigen. Du weißt es nicht. Und genauso auch ist es mit dem Einsatz auf dem Wege Allahs. Du denkst so, ach, muss das wirklich sein? Ist das wirklich gut? Sollte ich in meine Zeit, weiß ich, nur meiner Familie widmen und nicht der Gemeinschaft? Allah sagt, وَاللَّهُ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dies ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Dies ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Aber ist das alles? Allah kennt uns. Allah subhanahu wa ta'ala kennt uns. Geschwister, ein bisschen leiser, es ist auch diese Nebengespräche, die stören hier unglaublich von. Ich höre das alles.
Bitte leise, nicht reden. Wenn ihr da reden wollt, könnt ihr draußen reden, inshallah. Allah Ta'ala erkennt uns. Allah Ta'ala erkennt uns. Er weiß ganz genau, Jannah, keine Strafe, das ist ein bisschen abstrakt. Die Menschen brauchen mehr. Die Menschen brauchen was Handfestes. Ja? Wenn dir jemand sagt, so, guck mal, wenn du jetzt Bitcoin anlegst, in 10 Jahren bist du Millionär. Ach, 10 Jahre, oha. Ja, was soll ich in 10 Jahren? Ja? Die wenigsten haben den Sabr, um zu sagen, ich warte auf 10 Jahre. Ja? Die wenigsten sagen, ich bin ein Hodler, ich hodle jetzt mal den Bitcoin, bis er bei 1 Million ist. Die meisten haben keinen Sabr. Die wollen jetzt was haben. Jetzt Cash in der Hand. Und so tickt der Mensch, subhanallah. Ja, man denkt so, Paradies hört sich doch so weit an. Ja, muss ich erstmal sterben. Und dann kommt noch ein jüngster Tag. Das sind nochmal 50.000 Jahre. Allahu ala, das ist mir zu weit weg. Und deswegen, Allah kennt uns. Er weiß, wir sind schwach. Und wir lieben gerne das die schnelle Belohnung. Und deswegen sagt Allah Ta'ala was? Wa-ukhra. Ach so, es geht ja noch was an. Ich habe eine Ayah vergessen. Entschuldigt bitte, subhanallah, verzeiht. Ja. Erstmal, bevor dieses andere kommt, dieser Cash, ja, kommt was anderes. Yaghfir lakum dhunubakum. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. Alhamdulillah. Aber auch abstrakt. Yaghfir lakum dhunubakum. Es gibt es Schöneres. Das heißt, allein durch deinen Einsatz auf dem Wege Allahs vergibt dir alle deine Sünden. Du hast noch mal nicht einmal Istighfar gemacht. Du hast vielleicht gar nicht viel in der Nacht gebetet. Du hast nicht viel freiwillige Taten getan. Allein die Tatsache, dass du bereit bist, dich auf dem Wege Allahs anzustrengen und abzumühen. Und jeder, der das tut, der weiß, wie anstrengend das ist. Allein das führt dazu, dass Allah dir vergibt. Und dass du große Ibadat getan hast. Einfach nur, dass du bereit bist, auf dem Wege Allahs etwas zu tun. Jeder, der in der Gemeinschaft aktiv ist, weiß, dass es nichts Schwierigeres gibt, als der Umgang mit Menschen. Ich spreche aus Erfahrung. Es gibt nichts Schwierigeres, als der Umgang mit Menschen. Gerade dann, wenn es ehrenamtliche Arbeit ist. Es ist nicht so, dass es irgendwie Hierarchien gibt, sondern meistens ist es so, dass dann jeder was sagen möchte. Und dann gefällt mir diese eine Meinung nicht und dann sind unterschiedliche Meinungen, weiß ich nicht was. Und dann muss ich mich jedes Mal mit dem Menschen auseinandersetzen. Und dann können wir uns nicht einigen. Und dann sitzt du 2, 3 Stunden, das ist, mein Gott, wir haben uns immer noch nicht geeinigt, ich habe keine Lust, mach ich mich in Ruhe. Und dann machst du etwas und dann sind die Leute unzufrieden. Und kritisieren dich auch noch. Lasst mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Macht diese Arbeit selbst. Shaitan kommt. Subhanallah, ist anstrengend. Aber subhanallah, allein die Tatsache, dass du bereit bist, das zu tun, führt dazu, dass die ganze Zeit dir deine Sünden vergeben werden, ohne dass du es merkst. Yaghfir lakum dhunubakum. وَيُدْقِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ und euch eingehen lassen in Gärten durch Alt von Bächen. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ und in angenehme Wohnungen, in den Gärten Edens, also alles, wonach die Leute in der Dunya streben, die das vielleicht sogar erlangen und du vielleicht bereit bist, sogar darauf zu verzichten. Weil du opferst auf dem Wege Allahs. Und die Sahaba, subhanallah, sie haben wirklich alles geopfert auf dem Wege Allahs. Sie haben ihre Häuser geopfert, haben sie hinter sich gelassen in Mekka. Haben ihr Vermögen geopfert, hinter sich gelassen in Mekka. Ja, einige haben es zurückbekommen. Aber andere haben gar nichts bekommen von dieser Dunya, subhanallah. Aber sie haben es gerne gemacht für Allah. Und Allah wird es ihnen ausgleichen mit was? Mit all dem dann im Paradies. ذَلِكَ الْفَوْزُ عَظِيمٌ. Das ist der großartige Erfolg, das ist der eigentliche Erfolg. Wer diesen Erfolg nicht erlangt, der hat alles verloren. Aber das wissen die meisten Menschen nicht. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Er hat die Dunya und das Akhira verloren. Das ist der gewaltige Verlust. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah sagt nicht إِلَّا الْأَغْنِيَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun. Das sind die einzigen, die nicht in Verlust sind. Der wahre Erfolg ist was? Dass ich das Paradies erlange. Wenn ich das Paradies nicht erlange, habe ich alles verloren. Hört euch mal noch diesen Hadith an, der uns nochmal ermahnen soll. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes. Das ist ein sehr wichtiger Hadith. Viele von uns kennen den Hadith. Aber dieser Hadith zeigt noch einmal auf, dass diese Dunya mit all dem Materiellen, was in ihr ist, dem materiellen Glück, nichts wert ist bei Allah. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Am jüngsten Tag wird derjenige vor Allah gebracht, der es am besten in der Dunya ging. Der hatte alles gehabt, was er wollte, aber er gehört zu den Höllenbewohnern. فَيُصْبَرُ فِي النَّارِ صَبْرًا. Er wird einmal nur, ganz kurz so,
ins Höllenfeuer eingetaucht und wieder herausgenommen. So ganz kurz mal rein und wieder raus. Und dann wird Allah oder die Engel werden ihn fragen, Hal ra'ayta na'iman qat? Hal ra'ayta khayran qat? Hast du jemals was Gutes gesehen? Jemals Wohlwolle gesehen, Reichtum gesehen? Er wird sagen, La ya Rabbi, nein, bei Allah. Ich habe noch nie was Gutes gesehen. Er wird alles vergessen, nur mit einem Mal kurz in die Hölle rein und wieder raus. Und dann umgekehrt genauso. وَيُهْتَى بِأَشْقَى أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Und dann wird jemand gebracht, der es am elendsten in dieser Dunya ging. Von den Leuten des Paradieses aber. فَيُصْبَرُ فِي الْجَنَّةِ صَبْرًا. Der wird nur einmal ganz kurz sozusagen ins Paradies reingeschickt und wieder raus. فَيُصْبَرُ. Und dann wird er gefragt. هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ. هَلْ رَأَيْتَ عَذَابًا قَطْ. Hast du jemals irgendwas Schlimmes erlebt, Qual erlebt, irgendetwas? Nein, ja, Rabbi, alles vergessen. Nachdem ich das Paradies gesehen habe, habe ich alles vergessen. Subhanallah. Das ist der Al-Fawzul Azim, das ist der gewaltige Erfolg. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin aus Versehen vorweggenommen habe. Und zwar jetzt der Cash. Wir wollen ja jetzt direkt schon was haben. Ja, wir sind ungeduldig als Menschen. Und schaut mal, was jetzt Allah Ta'ala sagt. Und noch eine andere holt ihr lieb. Es gibt noch etwas, was ihr auch liebt. Allah kennt uns ganz genau. Er weiß ganz genau, wie wir ticken. Nasrun min Allahi wa fathun qarib. Hilfe von Allah und ein naher Sieg. Wa bashiril mu'minin. Und so verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen. Der Mensch liebt auch Erfolg in der Dunya. Und Allah Ta'ala, er zeigt den Gläubigen auf, schaut mal, euer Einsatz geht nicht einfach so verloren, sondern ihr werdet auch schon in der Dunya dafür belohnt werden. Vielleicht nicht sofort, ihr seht diesen Erfolg noch nicht, ihr seht diesen Sieg noch nicht, aber er ist nahe. Und subhanallah, einige der Sahabe sollten diesen Sieg noch miterleben. Sogar viele. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit vielen Sahabis, einige nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran auf, in Surat Al-Ahzab, sagt Allah ta'ala, min al-mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Unter ihnen gibt es manche, die ihr Gelübde erfüllt haben. Und unter ihnen gibt es manche, die noch warten müssen. Also einige haben schon was, sind schon gestorben auf dem Wege Allahs. Mus'ab ibn Umayr, Hamza ibn Abdul Muttalib in der Schlacht von Uhud. Diese Sura wurde ja wahrscheinlich sozusagen kurz nach Uhud offenbart. Ja, die haben diesen Sieg nicht mehr mitbekommen. Die haben Fath Mekka, die Eroberung von Mekka, im 8. Jahr nach der Hijra nicht mehr mitbekommen. Die haben nicht mitbekommen, wie sich der Islam verbreitet hat, wie die Quraysh den Islam angenommen haben. Das alles haben sie nicht mitbekommen, weil sie vorher zu Allah zurückgekehrt sind. Aber einige werden es erleben und einige werden die Früchte dieser Anstrengung in jedem Fall pflücken und kosten in dieser Dunya. Und Allah Ta'ala, er macht den Gläubigen Hoffnung. Ja, euer Einsatz wird Früchte tragen, früher oder später, auch wenn ihr es nicht auf Anhieb erkennen könnt. Und das sieht man immer wieder, subhanallah. Wenn du etwas sähst, dann wirst du irgendwann einmal auch die Früchte pflücken können. Sei dir dessen sicher, früher oder später. Es kann sein, dass du das nicht erleben wirst. Aber vielleicht werden das deine Kinder erleben. Vielleicht werden das deine Enkel erleben. Vielleicht deine Urenkel. Aber irgendwann einmal wird deine Arbeit Früchte tragen. Schaut mal, wenn wir uns mal jetzt das letzte Jahrhundert anschauen. Das letzte Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, war ein Jahrhundert gewesen, in dem man glaubte, der Islam wird nicht überleben. Man glaubte, der Islam wird nicht überleben. Es war ein Jahrhundert des Laizismus gewesen. Ein Jahrhundert unterschiedlicher Ideologien, auch gerade in der islamischen Welt, Kommunismus. Wie gesagt, Laizismus, diese ganzen Säkularitätsbewegungen, auch Bewegungen, welche sehr, sehr, also nicht nur islamfeindlich, sondern religionsfeindlich sind als Ganzes. Und viele dachten, es ist vorbei mit der Religion als Ganzes. Nicht nur mit dem Islam, sondern mit dem Christentum, mit allem. Aber es gab immer einige Leute, subhanallah, die für die Sache Allahs gearbeitet haben, die sich nicht beirren lassen haben, welche weitergemacht haben mit der Dauer, welche sich dagegen gestellt haben, welche teilweise in den Gefängnissen gestorben sind, hingerichtet wurden für die Sache Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diesen Erfolg, den wir heutzutage haben,
diese Sahwa, dieses Erwachen der Muslime. Ich meine, das ist wieso, was sie haben, das weiß ich nicht, 100 oder mehr als 100 Jugendliche in einer Moschee sind, hier mitten im Westen in Deutschland. Wer hätte sich so etwas noch vor einigen Jahren vorstellen können? Niemand. Vor 2, 3 Jahrzehnten, ja, gab es so etwas nicht. Jugendliche in der Moschee. Auch in der islamischen Welt, so etwas gab es nicht. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Aber man sieht, dass diese ganzen Anstrengungen von einigen wenigen Personen, welche an die Sache Allahs geglaubt haben, und zwar in den unterschiedlichsten Ländern auf dieser Welt, dass diese ganzen Bewegungen und Anstrengungen Früchte tragen. Und ganze Menschen sogar nach dem Tod dieser Personen immer noch beeinflussen und diese Menschen immer noch beeindrucken und inspirieren und sie dann diese Arbeit fortführen. وَأُخْرَ تُحِبُّونَهَا. Und noch eine andere holt, die ihr liebt. نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ. Hilfe von Allah. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. Und ein naher Sieg. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Und so verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen. Nicht nur zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern auch nach dem Tode des Propheten, sallallahu alaihi, wie sich der Islam verbreitet hat, die Sahabe konnten das selbst nicht glauben. Diese Ayat, die herabgekommen sind nach der Schlacht von Uhud, wo die Muslime eine Niederlage erlitten haben, das sind Ayat, wo die Muslime, die das wahrscheinlich als zum ersten Mal gehört haben, gesagt haben müssen, was für ein Nasr, ja Allah, von was für einem Sieg redest du? Wir haben gerade fast unseren Propheten verloren. 70 der Sahaba sind getötet worden. Wir sind schwach. Von was für einem Sieg redest du? Ja Allah, aber subhanallah, es sollte kommen. Es hat mindestens 5 Jahre gedauert, aber es ist gekommen. Und es wird auch heutzutage genauso sein. Inshallah ta'ala. All eure Anstrengungen werden Früchte tragen. Seid euch dessen sicher. Und jetzt schließt Allah ta'ala diese edle Sura ab mit einer gewaltigen Ayah. Sehr, sehr gewaltige Ayah. Das ist der dritte Aufruf in dieser Sura an die Gläubigen. Der erste Aufruf war ein Tadel. Der zweite Aufruf, ein Handelsangebot. Und der dritte Aufruf, eine direkte Aufforderung. Ja, guck mal so mal. Tadel, dann ein Angebot. Und jetzt was? Eine direkte Aufforderung. Knallhart formuliert. Klar und deutlich, sodass jedem klar ist, Khalas. Hier geht es um eine große Sache. Ja, ayyuhal ladhina amanu. Kleiner Moment, was ist jetzt die Ayah mit der Übersetzung? Kunu Ansar Allahi kama qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin man Ansari ila Allah. O die ihr glaubt, seid die Ansar Allahs. Seid Allahs Helfer, ein Ansari. Wir haben die Muhajirun und die Ansar. Die Ansar, die Helfer. Und Allah Ta'ala, er verlangt von uns jetzt, und zwar von jedem Muslim, was zu sein? Ein Helfer Allahs. Nicht nur die Sahabe sind damit gemeint, sondern was? Wir alle. Allah sagt nicht Unsurullah. Er sagt Kunu Ansarullah. Was ist der Unterschied? Unsurullah, helft Allah. Ansarullah, seid Helfer Allahs. Kunu. Warum formuliert das Allah so? Allah formuliert das so, um uns etwas Wichtiges mitzuteilen. Und zwar, ich soll nicht nur einmaligen Einsatz zeigen auf dem Wege Allahs, sondern ich soll mein Leben lang ein Helfer Allahs sein. Ganz wichtig. Mein Leben lang soll ich ein Helfer Allahs sein. Kunu Ansar Allah. Und zwar euer Leben lang. Bis zum letzten Atemzug in eurem Leben. Das ist eine Eigenschaft von euch. Guck mal, wir sagen heute die Muhajirun und die Ansar. Warum sagen wir das? Die Ansar. Weil sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur einmal unterstützt haben, sondern bis zum Ende unterstützt haben, sogar über seinen Tod hinaus. Wir wissen, als der Prophet gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam, da haben die Ansar sich getroffen. Und zwar in einem Garten mit dem Namen, ja, weißt du? Saqifat Bani Sa'ida. Sehr gut. Saqifat, wir waren da gewesen. Saqifat Bani Sa'ida. Und was haben sie gemacht? Der Prophet ist noch nicht mehr begraben, sallallahu alaihi wa sallam. Sie wollten einen Nachfolger unter sich aushandeln. Unter den Ansar. Sie sind ja die eigentlichen Bewohner von Medina. Das ist ja eigentlich ihr Recht. Und dann kommen Abu Bakr, Umar und Abu Ubaidah ibn Jarrah. Und sie erklären ihnen, dass das, was sie tun, falsch ist. Weil der Prophet so ganz klar festgelegt hat, dass die Imame, also die Nachfolger, von den Quraysh sein müssen, damit die Araber sie als auch akzeptieren. Weil wer wird die Ansar akzeptieren? Sie sind kleine Stämme. Die wird keiner akzeptieren auf der arabischen Halbinsel.
Und haben sie überredet, bis sie gesagt haben, okay, wir lassen davon ab. Ihr habt einmal Allah unterstützt, so, den Propheten unterstützt, so seid jetzt nicht sozusagen diejenigen, die alles kaputt machen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorher aufgebaut hat. Und sie sind Ansar geblieben, sogar nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und so muss ich sein. Ich sehe immer wieder Jugendliche, die kommen eine Zeit lang in die Moschee. Und dann heiraten sie, fangen an zu arbeiten und du siehst sie gar nicht mehr. Sagen, ich habe keine Zeit mehr. Guck mal, der Shaitan kommt zu mir. Ich bin jetzt beschäftigt mit der Familie und aber schaffe ich nicht. Und irgendwann einmal, diese ganzen Vorsätze, die er hatte oder sie hatte, ich werde mein Leben lang etwas tun für die Sache Allahs, plötzlich weg. Vergessen. Natürlich bist du noch Muslim, Alhamdulillah. Wenn du praktizierst bis zu deinem Lebensende, Alhamdulillah, ist etwas Großartiges. Aber wir wollen mehr als das. Wir wollen doch genau das, was Allah Ta'ala hier gesagt hat. Wir wollen die höchste Stufe im Paradies. Und dafür muss ich ein Ansarullah sein bis zu meinem Lebensende und nicht nur in meiner Jugend. Oder für ein paar Jahre. Es ist nicht irgendwie, ich kann nicht in Rente gehen als Ansarullah. Es gibt keine Rente bei den Ansarullah. Gibt es nicht. Ja? Es gibt nicht hier so 65, 67, jetzt gerade in Frankreich streiten sie sich, ja, gehen auf die Straße, weil sie sozusagen nicht mehr mit 62 in die Rente gehen können. Das gibt es für die Ansarullah nicht. Ein Ansarullah kennt was? Keine Rente. Für ihn gibt es nur was? Einsatz bis zum letzten Moment. Kunu Ansarullah. Und jetzt gibt Allah Ta'ala ein Beispiel. Was heißt das ganz konkret, ja Allah? Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. So wie Isa, der Sohn Mariams, zu den Jüngern sagte, den Hawariyin. Ein Hawari ist ein Mukhlis, kommt von Khalis. Also jemand, der aufrichtig ein Anhänger ist für jemanden anderen. Also ein Jünger für ihn, der an seiner Seite steht. So wie Isa, der Sohn Mariams, zu den Jüngern sagte, zu den Hawariyin, wer sind meine Helfer auf dem Wege zu Allah hin? Man ansari ila Allah. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Die Jünger sagten, wir sind Helfer Allahs. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Was heißt das jetzt? Und zwar, nachdem der Prophet Isa a.s. gestorben ist, haben sich die Menschen in Bezug auf ihn gespalten. Es gab eine Gruppe, welche ihn komplett abgelehnt hat. Das sind einige unter den Juden gewesen, zur Zeit von Jesus. Es gab eine Gruppe, welche Jesus überhöht hat und ihm eine noch höhere Stellung gegeben hat, als er eigentlich hat, und zwar der Sohn Gottes. Sie sind ebenfalls vom Glauben abgefallen, weil sie Schirk begangen haben. Und dann gab es die Gläubigen, welche an Jesus so geglaubt haben, wie es Allah Ta'ala wollte, nämlich als ein edler Prophet Allahs. Und genau das ist das, worüber Allah spricht. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so bekamen sie die Oberhand. Wir sind gleich fertig, inshallah. Das ist die letzte Ehe gewesen. Was bedeutet das? Was heißt das ganz konkret? Und warum schließt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura genau damit ab? Und zwar, die Gelehrten haben gesagt, es gibt hier zwei Bedeutungen bezüglich dieses letzten Abschnittes. Die erste Bedeutung ist, dass sozusagen diejenigen, welche jetzt geglaubt haben, über den anderen standen aufgrund der Argumente, die sie hatten und aufgrund der richtigen Aqide, weil die richtige Aqide immer über der falschen Aqide steht. Das ist das eine. Und die andere Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes meint. Und zwar, er hat sie wirklich zum Sieg geführt. Aber wodurch? Durch die Muslime. Durch uns. Warum? Weil durch den Islam wurde der richtige Glaube an Isa alayhi salam noch einmal bestätigt. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Durch den Islam, der aufgezeigt hat, welche Stellung Isa alayhi salam wirklich hat. Und wer Isa a.s. wirklich gewesen ist. Das heißt, es hat dann mehrere Jahrhunderte gedauert, bis sie dann den wirklichen Sieg erlangt haben, aber sie haben den Sieg erlangt durch Isa a.s. Und deswegen, Isa a.s., er wird vor dem jüngsten Tag noch einmal herabkommen und er wird genau das noch einmal bestätigen. Dass er genau der gewesen ist, der im Koran beschrieben wird. Der gewesen ist, wie ihn der Prophet s.a.w. beschrieben hat, nämlich als ein edler Gesandter Allahs,
der ohne Vater auf die Welt gekommen ist und der zu den Kindern Israels gekommen ist, um das zu bestätigen, was vorher war, und denjenigen anzukündigen, der nach ihm kommen wird, nämlich Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Das ist der Abschluss der Sura, Surat As-Saff. Könnt ihr sicherlich noch einiges sagen, aber ich möchte es insha'Allah ta'ala dabei dann auch belassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Ansarullah gehören lassen und uns festigen auf seinem Weg, sodass wir uns immer einsetzen auf dem Weg Allahs, und zwar bis zu unserem Lebensende. Möge Allah jeden Einzelnen, der hier sitzt, festigen und uns alle, so wie wir hier sitzen, gemeinsam im Paradies vereinen. Möge Allah ta'ala uns durch unseren Einsatz unsere Sünden vergeben. Möge Allah ta'ala uns durch unseren Einsatz auf dem Wege Allahs vor dem Höllenfeuer bewahren. Möge Allah ta'ala unsere Einsätze aber auch Früchte tragen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche Gutes tun auf seinem Wege und welche viele Menschen zu seinem Weg führen und welche Vorbilder für die Gläubigen sind. Amin ya Rabbil Alameen.